Seid mir gegrüßt. Hier was mitzunehmen. Halt die Klappe, ich hab zu tun. Wir gehen jetzt erstmal zum Leuchtturm, Leute. Jetzt, wo wir Schlösser knacken können, eventuell können wir ja hier ein Schloss knacken. Das wir noch nicht geknackt hatten. Das Schloss ist zu schwer für mich. Das ist zu schwer. Habe ich denn irgendeinen Trank für sowas? Trank der Überzeugung habe ich. Der bringt mir jetzt aber nicht unbedingt viel bei so einer verschlossenen Truhe. Fangen wir also wieder von hier aus an. Wir haben ja noch ein bisschen was zu erledigen. Das werden wir uns vornehmen, sage ich euch. Wir erkunden jetzt noch die restliche Insel. Viel gibt es hier nicht mehr zu erkunden. Ich will nochmal zu der Truhe hier drüben. Vielleicht kann ich die ja aufknacken. Und wenn das auch nichts wird, da habe ich halt Pech gehabt. Ah, da gibt es ja auch noch die Sache mit der Grabspinne und dem Wächter. Ah, ist das ein Mist. Gib das her. Weil alleine kriege ich die auf gar keinen Fall gepackt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was bist denn du für eine Truhe, hör mal. Da muss man ja der reinste Meisterdieb für sein. Ach, sowas. Gut, erkunden wir halt weiter. Wenn alles nichts hilft. Manometer. Noch eine Markibäre. Gibt es ganz schön viele davon hier. Ja, also ich glaube, die Grabspinne und den Wächter, die müssen wir erstmal außen vor lassen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch irgendeinen Begleiter kriegen und allein wage ich es mich nicht. Das ist mir alleine nur mal zu groß. Haben wir hier alles abgekrast? Ich glaube, auf der Seite noch nicht. Auf der anderen waren wir ja, da war dieses blöde Krabbental. Ich hasse diese Krabben. Verdammte Dinger. Schon allein aus dem Grund hätte ich ganz gerne Verstärkung dabei. Ich weiß nicht, das klang so, wenn ich den Schwur leisten würde, als ob ich dann die Insel verlassen müsste. Und das will ich ja eigentlich noch gar nicht. Deshalb sehe ich mich noch ein bisschen um und hoffe, dass keine Krabben groß kommen. Ach, wir sind doch hier schon an dem Dingensstrand. Na, sieh mal einer an. Das ging ja gut. Da haben wir jetzt eigentlich noch den Sumpf, aber das können wir uns eigentlich auch merken. Ich glaube, ich brauche einfach Begleiter, deshalb sollten wir vielleicht erstmal hier weitermachen. Vielleicht segeln wir ja doch noch nicht sofort los. Und wenn, dann ist es halt so. Dann muss ich mir halt merken, dass wir hier noch unerledigtes Zeug haben. Hi. Ich lege den Schwur ab. Dann mal runter mit den Klamotten. Wir werden heute Nacht einen wahren Teufelskerl in unsere Mannschaft aufnehmen. Aber hallo. Jeder, der zu meiner Mannschaft gehören will, muss den Blutschwur leisten. Blutschwur? Schnauze, sprich mir nach. Schnauze! Ich gebe mein Blut für meine Mannschaft. Ich gebe mein Blut für meine Mannschaft. Ich gebe mein Blut für den Captain. Ich gebe mein Blut für den Captain. Wir teilen unser Blut, unsere Schätze und unsere Feinde. Der Schwur ist ewig. Ein Leben lang und über den Tod hinaus. Willkommen in der Mannschaft. Jetzt trinken wir erstmal einen. Erstmal ein Trinken? Nee, danke. Ich hätte erstmal gern meine Ausrüstung zurück. Die können mich doch nicht einfach nackig machen. Du segelst jetzt mit den Besten. Also, streng dich an, Kleiner. Gut. Der Alte will einfach nichts über seinen Schatz erzählen. Ganz ruhig. Aber ich werde dranbleiben. Jetzt lass uns hier verschwinden. Verschwinden? Meinst du, wir zwei machen es uns irgendwo unter Deck gemütlich? Hey, nein, ich meinte uns alle. Ablegen, Segel setzen. Aber die Fahrt dauert ja eine Weile. Da findet sich bestimmt eine Gelegenheit. Eieiei. Nicht jetzt, Süßer. Oh Leute, seid doch nicht so fies. Ich glaube... So, Pirat. Ab sofort bist du dabei. Unser Ziel ist die Schwertküste. Wir machen uns bereit zum Ablegen. Als Neuer an Bord hast du die Ehre, den Befehl zum Ablegen zu geben. Ich glaube, sie hasst mich. Nicht jetzt, Süßer. Gut, wir müssen ernsthaft ablegen, hä? Alles bereit machen zum Ablegen! Achtung! Hier gehört ihr vollen Hunde! Dann verlassen wir halt die Gegend! Gewandten! Runter mit dem Fetzen! Klar machen zum Ankerlichten! Und da hauen wir ab!
fragt sich nur, wie unser neues Ziel aussieht, ne? Also unser neues Ziel sieht zumindest schon mal gemütlich aus. Ist das die Schwertküste? Bin ich hier willkommen? Gibt's hier Feinde bestimmt? Ich will aber keine Feinde. Feinde tun weh. Oh, ist das eine schöne Insel. Ja, nach Takarigua werden wir irgendwann mal zurückkehren. Das lässt sich sicherlich mal einrichten. So, da sind wir also. Wenn Crow glaubt, er kann sich hier vor mir verstecken, hat er sich mächtig geirrt. Weißt du, wo er ist? Nein, aber ich wette, die Galgenvögel oben am Turm können uns weiterhelfen. Was für ein Turm? Hast du Muscheln auf den Augen? Da oben, das Ding mit den beiden Halunken drauf. Ich hab schon vom Meer aus gesehen. Mit denen werden wir fertig. Vermutlich, aber wir sollten uns vorher mit ihnen unterhalten. Mal also sehen, erst die Fragen stellen, dann schießen, okay? Haben. So, folgt ihr mir jetzt? Oder wie? Oh, ist ja cool, wir haben zwei Gefährten gleich auf einmal. Ah, ich habe ja gar keine Karte von der Insel, ne? Das ist natürlich ein bisschen kacke. Dann sollten wir uns erstmal noch nicht um die Erkundung kümmern. Bevor wir keine Karte haben, ist das schwierig, weil wir wissen dann gar nicht, wo wir waren. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie das Gebiet aussieht. Deshalb sollten wir eventuell einfach tun, was der Kapitän uns sagt. Wo soll ich denn hin? Das ist irgendeine Ruine. Wir sollten zu irgendeinem Turm, ne? Ah, hier, gucke da. Hier sind wir richtig. Habt ihr eine Karte für mich? Das wäre mega toll von euch. Ich brauche nämlich dringend eine. Halt! Apo Sheku, seit wann kämpfen stinkende Piraten zusammen mit Molukken? Das Einzige, was hier stinken wird, ist deine Leiche, Stahlbart. Kata Obi! Was hat er gesagt? Nur wirst du das nicht mehr erleben, Kleiner. Kapuseku? Kapuseku Bambule. Was sagt er? Vorsicht, alter Mann. Wenn du wie die mich alle ignorieren. Kriegst du dich auch mit Captain Crow an. Das trifft sich gut. Genau deshalb sind wir hier, ihr Landratten. Genug gequatscht. Machen wir sie fertig. Kata Obi! Patty, was? Er hat gesagt, zuerst töten wir den Idioten, der unsere Sprache nicht spricht. Angriff! Mach dich fertig! Zank! Vier gegen drei, aber das schaffen wir schon. Boah, der hat ja richtig was drauf mit dem Speer hier, hör mal. Zack, jetzt ist Feierabend hier. Wir sind gerade angekommen und stecken schon bis zum Hals in der Scheiße. Crows Leute haben angefangen. Ach komm, wenn es um Schlägereien geht, bist du genau wie mein Vater. Und jetzt sehe ich mir mal den Turm an. Es tut mir ja leid, ich bin nun mal ein Heißsporn, ja? Mensch, jetzt Kinder. Die Frau ist noch mein Untergang. Eure Waffen wolltet ihr mir wohl nicht geben, hä? Hier hinten liegt einer von den Speeren rum. Und der andere ist verschollen seit dem Kampf, oder was? Ah, nee, da ist er doch. So, was haben wir hier am Turm noch zu bieten? Immer her mit dem Zeug. Also ein paar Reichtümer gibt's hier schon mal, das gefällt mir. Aha, Piratenturm gefunden. Ja, das war auch eine große Kunst, den Turm zu finden. Also, das hätte nicht jeder geschafft, ne? Der ist ja jetzt nicht gerade groß oder so, ne? Oh, Patronenbeutel. Die Kanone darf ich leider nicht benutzen, schade. Ich hätte es doch so gern getan. Erstmal noch ein bisschen Proviant.
Was ist hier oben noch? Ich will es wissen, sofort. Ah, eine Truhe. Das war ja einfach. Grog und noch mehr Proviant. Hier am Turm werden wir unser Lager aufschlagen. Sieh dir an, was ich gefunden habe. Riech mal. Pesta Takarigua rum. Ah, wunderbar. Den hat der alte Bus noch höchstpersönlich gebrannt. Und? Was sagt ihr das? Ist doch klar. Die sitzen hier am Ende der Welt und besaufen sich. Kein Wunder, dass wir sie überrumpeln konnten. Das kann man wohl kaum überrumpeln nennen. Ach nein. Und warum waren die nur zu viert? Glaub mir, die haben sich in die Hosen gemacht, als sie mich gesehen haben. Wären sie vorbereitet gewesen, hätte dort ein Dutzend Männer gestanden. Mindestens. Ja, ja. Bekomme ich auch einen? Du? Warum? Das Fass ist sowieso schon fast leer. Nein, einer muss nüchtern bleiben. Oder willst du so enden wie die armen Schweine da vorne? Wieso kriege ich keinen Rum? Warum bleibst du nicht nüchtern? Was? Der große Gregorio Stahlbart drückt sich vor einem Fass rum? Oh, ich habe einen Ruf zu verlieren. Also schlag dir das aus dem Kopf. Okay. Wie machen wir weiter? Crow hat sich Hilfe bei ein paar Wilden geholt. Das heißt aber nicht, dass er den ganzen Stamm kontrolliert. Wir müssen herausfinden, wie viel Einfluss er schon auf die Wilden hat. Was ist mit den Protektoren? Vielleicht könnten die uns helfen gegen Crow. Wie ich die kenne, haben sie sich in Puerto Isabella verschanzt. Eine Sache macht mich ein bisschen stutzig. Wo ist Crows Schiff? Vielleicht hat es die Inquisition versenkt. Könnte sein. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Wenn die Inquisition Crows Schiff gekapert hat, liegt es vielleicht in Puerto Isabella vor Anker. Ich verstehe dein Interesse an dem Kahn nicht. Stell dir vor, Crow hat die Titanenharpune an Bord seines Schiffes versteckt. Dann wäre sie jetzt in den Händen der Inquisition. Nicht unbedingt. Ein Pirat wie Crow versteht es, einen Schatz so zu verstecken, dass keiner ihn findet. Ach Mensch. Das sind ja alles schöne Geschichten, aber was tun wir jetzt wirklich? Du hast nun die Wahl. Aber bedenke, dass es dein weiteres Geschick stark beeinflussen wird. Entweder wir sehen nach, was Crow bei den Eingeborenen anstellt, oder wir suchen sein Schiff bei der Inquisition. Was erwartet uns bei der Inquisition? Die Stadt Puerto Isabella liegt im Süden, an der Küste. Die Protektoren werden die Stadtmauern bewachen und Patrouillen werden das Umland erkunden. Wenn wir dahin wollen, folgen wir also der Küste. Ganz genau. Doch wir müssen vorsichtig sein. Und du meinst, die helfen uns gegen Crow? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir müssen sie nur davon überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Das könnte schwer werden. Sie sind brillante Scharfschützen, mein Junge. Von ihnen könntest du den Umgang mit Schusswaffen erlernen. Und genau das will ich. Ich liebe Schusswaffen. Ein ausgebildeter Schütze ist ein gefürchteter und mächtiger Gegner. Lass uns Crows Schiff bei der Inquisition suchen. Wie du willst. Ich werde dir zeigen, wie man nach Puerto Isabella kommt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ganz ruhig, ich will erstmal noch ein bisschen mit Patty reden. Sieh dich einfach mal etwas um. Okay. Oh, was ist denn das? Rum! Na gut, dann halt los und so. Auf nach Puerto Isabella. Hier entlang. Na, dann folgen wir mal dem Kapitän Gregorius Stahlbart. Und nehmen mit, was wir nehmen können. Coole Höhle übrigens. Krieg ich das? Los, komm schon. Ja, ist ja gut. Na, kämpft ihr mal. Ich steck erstmal noch was ein. Patty, ich könnte hier ein wenig Hilfe gebrauchen.
Ein toter Krallenaffe ist ein guter Krallenaffe, sage ich immer. Geht's hier oben hin? Es kotzt mich so an, dass ich keine Karte habe. Weil ich habe echt keinen Peil, wo ich hier rauskomme. Oh, voll über den Haufen geschmettert. Ey! Markibeere. Und eine Geisterlilie, die kann ich immer mal gebrauchen. Immer her damit, immer rein damit, immer her, immer rein, immer fein. Schädelblüte. Früher hießen die mal Heldenkrone. Das klang viel schöner als Schädelblüte. So, Stahlbärtchen, kleinen Moment noch, ich guck nochmal schnell hier. Ob es nicht eventuell noch was Spannendes gibt. Zum Beispiel die Drecksäue hier. Willst du helfen, du hilfst, das ist schön. Au, mach was. Alter Schwede. Okay, der ist weg. Der auch. Verdammte Ebersau. Warzenschwein, das ist fein. Hat der Peter Haut drein. Jetzt schaut er sich mal ein bisschen um. Was gibt's denn hier noch, dumm-di-dumm? Ich bin immer auf der Suche nach Wertgegenständen. Eine Markibeere. Na gut, ansonsten ist es ja hier anscheinend ziemlich ruhig. Ja, wir können weiter. Ist gar kein Problem, da es Oleander haben will. Da oben ist auch schon wieder eine Blutwurzel, wenn ich das richtig erkennen kann. Sieht mir doch danach aus. Boah, was seid ihr denn? Ihr seid ja coole Biester. Da, guck dir die Scheiße an. Da geht's schon los. Was ist los? Ah, Feuervögel. Ich hasse diese Biester. Die sind verdammt hartnäckig. Ach, komm schon, die schaffen wir. Wir kommen eh nicht drum herum. Wir müssen über die Brücke. Also schön zusammenbleiben und keine Heldentaten. Klar? Los geht's. Na, dann wollen wir mal. Feuervogeljagd. Ab dafür. Grigorius, du machst das. Hab den Feuervogel getroffen. Holla, die Waldfee. Okay, noch einer. Erledigt. Also ich fand die Feuervögel ziemlich niedlich eigentlich. Rohes Geflügel. Oh. Nee, ich bleib nicht hinter dir. Ich will gucken, was die haben. Lass mich doch auch mal ein bisschen Spaß haben und plündern. Nie darf ich machen, was ich will. Säue. Mach doch auch mal was, Kapitän. So, kloppt ihr euch mit dem Schwein? Ich guck weiter. Aha, und da kullert's schon rum. Los, komm schon. Ja, ist gut. Wo bist du?
Habe ich dich ernsthaft verbuggt jetzt? Laufe ich halt mal ein Stück allein. Ah, jetzt läuft er wieder. Gut. Ich dachte schon, ich hätte ihn jetzt verbuggt. Das wäre unschön geworden. Bah, Feuervögel. Ich hasse diese Biester. Sind auch nicht ohne. Die Feuervögel sind erledigt. Wir können weiter. Ja, nichts wie weg hier. So, Freunde. Bevor wir aber weitergehen, würde ich sagen, wir machen Päuschen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Danke und tschüss.